Ein Wort zum Anfang. Dieses Buch ist nicht für die supergeistlichen Christen. Es ist nicht für die Muskelprotze unter den Christen, deren Held John Wayne und nicht Jesus ist. Es ist nicht für Akademiker, die Jesus im Elfenbeinturm der Exegese einsperren würden. Es ist nicht für die lauten Leute, die immer gut drauf sind, die aus dem christlichen Glauben einen blanken Appell an das Gefühl machen. Es ist nicht für kapuzentragende Mystiker, die Zauberei in ihrem Glauben haben wollen. Es ist nicht für Halleluja-Christen, die immer nur auf dem Berggipfel leben und noch nie das Tal der Verzweiflung betreten haben. Es ist nicht für die Furcht- und Tränenlosen. Es ist nicht für die Zufriedenen, die einen Rucksack voller Ehrenurkunden, Diplome und guter Werke geschultert tragen und wirklich glauben, dass sie es damit geschafft haben. Es ist nicht für die Gesetzlichen, die ihre Seelen lieber irgendwelchen Regeln überlassen, als das Risiko einzugehen, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Größer als dein Herz wurde geschrieben für die Schmuddeligen, Zerschlagenen und Ausgebrannten. Für diejenigen, die schwer zu schleppen haben. Es ist für die mit weichen Knien, die wissen, dass sie es irgendwie nicht bringen, die aber trotzdem zu stolz sind, die kostenlose Gnade anzunehmen. Es ist für die Unausgeglichenen, unsteten Jünger, denen das Marmeladenbrot immer auf die falsche Seite fällt. Es ist für die armen, schwachen, sündigen Männer und Frauen mit ererbten Fehlern und begrenzten Fähigkeiten. Es ist für die Gebeugten und die mit den Schrammen, die das Gefühl haben, dass ihr Leben für Gott eine schwere Enttäuschung ist. Es ist für kluge Leute, die wissen, dass sie dumm sind. Und für ehrliche Jünger, die zugeben, dass sie Taugenichtse sind. Größer als dein Herz ist ein Buch, das ich für mich selbst geschrieben habe und für alle, die unterwegs müde geworden sind und den Mut verloren haben. Brennan Manning.